Guten Tag, Bormann, Lehrer in Berlin. Demnächst muss ich nach Herbstferien und Krankheit wieder in die Schule. Und ich frage mich, wie wird es gelingen, dass ich nicht sofort wieder krank werde? Unter diesen Bedingungen, die uns hier gerade aufoktroyiert werden, muss ich einfach ein paar Politiker hinstellen und sagen, oh, setzt euch mal eine Maske auf. Jeder Arbeitsmediziner macht normalerweise ganz konkrete Vorgaben für Belegschaft, die eine Maske tragen müssen. So etwas gibt es in der Schule nicht. Da trägt jeder, was er für richtig hält. Ja? Also vorzugsweise Masken, die gegen gar nichts helfen und die schädlich sind, wenn man sie sich genauer anguckt. Das heißt, die Vorgaben für die Schule zum Umgang mit Masken sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, defizitär. Wie kann ich jetzt meiner Verantwortung als Lehrkraft gerecht werden in diesem Laden in Zeiten von Corona? Ich möchte mich ja auch nicht strafbar machen. Das heißt, wenn ich jetzt den Schülern es genehmige, diese Lappen vor ihr Gesicht zu hängen, durch die sie den ganzen Tag atmen, wo es vielleicht zu feucht ist, wo sich Pilze bilden können, wo sie CO2 rückatmen, wo sie sich nicht schützen können und andere womöglich auch nur fast gar nicht. Da wäre es tatsächlich in meinem Interesse, ganz klar der Klasse zu sagen, liebe Leute, setzt euch keine Maske auf hier. Es geht auf eure Kappe, wenn ihr es tut. Setzt euch nirgendwo in der Schule eine Maske auf. Es geht auf eure Kappe, wenn ihr euch damit schädigt. Das ist genau das, was ich als Lehrkraft jetzt machen muss, wenn ich meinen Vorgaben gerecht werden möchte. Ja? Wenn ich meiner Verantwortung gegenüber der nachwachsenden Generation gerecht werden möchte, wenn ich ein Vorbild sein möchte, dann ist die Vorgabe von meiner Seite ganz klar, steckt eure Tasche ganz unten in euren Beutel, in eure Tasche, dahin, wo kein Virus mehr rauskommt, der in dieser Maske hängt vielleicht. Ich glaube, es gibt sogar schon Untersuchungen, die belegen, dass das Maskentragen dafür sorgt, dass wir uns leichter anstecken. Ja. Also wenn jemand so eine Untersuchung kennt, dann bitte immer rein in die Kommentare damit, damit ich die dann auch zitieren kann. Ist ja auch eigentlich ganz logisch. Ne? Also die Masken halten ja nicht nur irgendwelche Feinstaubteilchen ab, vielleicht die da in der Gegend rumfliegen, sondern sie halten auch die ganz normale Feuchtigkeitszirkulation ab. Und die brauchen wir ja auch, die Feuchtigkeit im Hals, damit wir uns nicht anstecken. Also das ganze Mikroklima hier im Hals-Nasen-Rachen-Bereich, ja, die Art und Weise der Atmung, all das ist nicht trivial, es ist hochkomplex. Und in diesem Bereich einzugreifen, ist einfach komplett verantwortungslos. Unsere Politiker sind verantwortungslos an dieser Stelle. Sonst würden sie nicht so fahrlässige Vorschriften machen, nicht so einen Unsinn erzählen. Und wenn sich dann Hochkaräter hinstellen und sagen, Leute, das geht nicht, weil und dann kommt der Seehofer raus und sagt, das kann doch wohl nicht sein, dass der... Diese Menschen werden einfach ihren Verantwortungen gerecht, wenn sie mal sagen, was Sache ist, wenn sie die Wahrheit verkünden. Ja? Also wir alle müssen unserer Verantwortung gerecht werden, sonst sind wir unser Geld nicht wert. Überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, warum ich irgendjemanden, der diesen ganzen Quatsch hier glaubt, der also einen Dreisatz nicht kann, der sich Zahlen nicht angucken kann, eine Erlaubnis geben sollte, weiter meine Kinder zu unterrichten. Mein Gott, da ist es vielleicht besser, die gehen draußen spielen. Viel gesünder, ja, da stärken sie ihr Immunsystem, da stärken sie ihre Muskulatur.
Da tun sie was für einen Teamgeist, wenn sie mit anderen Kindern spielen. Da tobt das Leben, das ist lustig, das ist prima. Diese Kaderschmiede, zu der wir jetzt die Schule umfunktionieren sollen, indem wir den Gehorsam predigen beim Aufsetzen von Masken, ist das Allerletzte, was ich mir als Lehrer wünsche und vorstellen kann, so etwas zu unterrichten. Das funktioniert nicht. Nach so vielen Jahrzehnten von Predigten einer offenen und toleranten Gesellschaft, wo wir auch tatsächlich die Grundlagen gelernt haben, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hätte, wenn sie den, ne, also klar steckt da ein bisschen Erziehung drin in frommen Wünschen, aber wenn man das Ganze jetzt um 180 Grad dreht und daraus jetzt einfach Drill macht, das geht nicht, nicht hier in Deutschland. Können sie in Ländern machen, wo vorher Diktatoren geherrscht haben und so, wo die Leute kuschen. Aber wir sind auch als Land tatsächlich von unseren Hirnen abhängig. Wir müssen denken, ansonsten ist Deutschland komplett im Arsch. Also, ich appelliere hiermit an jeden Menschen, der denken kann und der Verantwortung tragen kann und der Verantwortung tragen möchte und der in einem verantwortungsvollen Job steckt, diese Verantwortung richtig wahrzunehmen. Das heißt, die Wahrheit zu sagen. Erstmal, ja. So, und wenn wir dann die Wahrheit kennen, dann müssen wir sie auch aushalten. Und das kann tatsächlich schmerzhaft sein. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen uns der Wahrheit stellen. Und Masken in der Schule. Wissen wir viel zu wenig drüber. Ja, können wir nicht mit umgehen, müssen wir ablehnen, müssen wir verbieten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verbietet die Masken in der Schule.